Hallo Leute und willkommen zurück zu Infected, der Zwillingsimpfstoff. Ja, ich bin wieder aktuell am Sprechen und nicht mehr zum Nachsynchronisieren. Das ist ganz gut. Ich weiß nicht, warum ich hier meine Maus die ganze Zeit jetzt sehe. Die will irgendwie nicht mehr weggehen. Aber Hauptsache, das Spiel funktioniert. Oder meine Maus war doch nicht immer hier zu sehen, oder? Ich glaube nicht, dass ich meine Maus immer sehen konnte. Oder? Vielleicht täusche ich mich auch. Ist ja auch egal. Ich gehe erstmal zurück. Da ist wieder der Hubschrauber. Ach, jetzt kann ich da den Strom abstellen und durchlatschen. Höhö. Okay, da sind wir wieder. Oh, hey, you from the barn, right? You scared the boots off me earlier. Sorry for being a schmuck and running away like that, but can't be too careful these days. What are you, a doctor? You certainly look sterile with them fancy gloves. That big old fella with the mask just headed downtown. Didn't look too pleased. That your fault, is it? And the two of you are the first signs of life I've seen in days. Figured it was just me and that little girl left in this rotten place. I warned people this kind of thing was coming. So, the little girl is immune, is she? I figured as much. Me? No, I'm not. I just don't have much contact with people anymore, and I try to stay away from the water. Never liked it anyway! The only food that's safe to eat anymore is sealed up in them vending machines. And those things are impenetrable! Tell you what, if you find me something safe to eat, I'll help you get into that shop down the street. I'm willing to bet they've got something in there that'll help you defend yourself against that heavy-breathing you-know-who. Mhm, okay. Dann wollen wir mal versuchen, ihm zu helfen. Ach, dafür brauche ich die Münzen. Aber kann ich nicht schon... Nee, kostet alles mehr. Für drei ist nichts da. Ich brauche noch mehr. Okay. Noch mehr Münzen. Und dann erst kann ich ihm was kaufen. Hä? Wer war da? Wer ist da? Da war doch gerade einer. Mr. Eisenhower. Nach mehreren Verwarnungen sind wir nun gezwungen, den Strom in Ihrem Apartment abzustellen. Unterlassen Sie es, Ihren Stromzähler zu manipulieren. Der Strom bleibt abgestellt, solange Sie den Zähler nicht auf den Stand Ihrer letzten Rechnung zurücksetzen. Oxford Power Corp. Mhm. Frage mich, wo ich den richtigen Zählerstand finden könnte. Ach Gott, was soll ich denn hier noch machen? Das geht mich doch gar nichts an. Verschlossen. Sirius' Tante lebt in einem der Apartments dort hinten. Ach so. Theresa Morrissey ist schuld. Jemand wollte mit Theresa wohl noch ein Hühnchen rupfen. Ach, die Arme. In dem Auto ist etwas. Buntglas. Da ist noch eine Münze. Ich bräuchte etwas Größeres als diesen alten Gartenschlauch, um die Flammen zu löschen. Hm. Ja, das ja wohl nicht. Okay.
Dennis Pfandhaus. 50-80% Rabatt auf alles. Bereite dich auf die Evakuierung vor, bevor es zu spät ist. Gasmasken, Erste Hilfe, irgendwas anderes, Munition, Benzin und mehr. Alles muss raus. Autofoto. Ich brauche den Türcode, um ins Geschäft zu kommen. Ach so, da hilft er mir dann. Okay. Gut. Da war ich schon. Auf diesem Gullideckel fehlen ein paar Kacheln. Gulli wird mit Y geschrieben? Fehlen ein paar Kacheln. Aber nicht dieser Buchstabe hier? Das ist keine Kachel? Okay. Ja. Reichen denn die 4 Münzen? Gibt's hier was für 4? Ja, es gibt sogar 4. Kartoffelchips. Das ist zwar nicht gerade toll, aber immerhin. Oh, das war oben auf dem Display. Nicht hier. Da. Ja, und jetzt möchte ich die... Was möchte ich denn? Nur 4? Genau. Und nu? Ist das falsch? Achso, warte mal. 17, 32, welche ist denn das dann? Das ist ja viermal kostet das ja sozusagen. Aber hier sind die Nummern 17, 20, 26, 29, 32, 38, 41, 44. Vielleicht 34 und da fehlen mir die Buttons, die sind weg. Kann ich dann also nichts machen? Oder sehe ich das falsch, dass genau die Zahlen nämlich mir fehlen? Ich habe keine Münze mehr, obwohl das hier noch angezeigt wird. Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert, ob ich die jetzt noch finde oder so. Und ob ich, wenn ich jetzt hier rausgehe... Ach, Moment, klar, ich habe hier den Dreierknopf. Ah, okay. Nein, das stimmt so nicht ganz. Ich rate einfach mal. 35, okay, es war die 35. Ja, bestimmt rechnet man das jetzt hier aus, so in wie viel Schritten bis dahin und gut ist. Aber egal. Na, von Chips wird man jetzt auch nicht gerade satt, ne? Aber besser als nix. Hey, you pull through! Eating like a king tonight, I tell you. Oh, right. The door code for the shop. 7417. Or is it 7147? Never been too good with numbers, admittedly. But I think that's the right one. One of the two ought to do the trick. What's the worst that can happen? Ich sehe da oben auch noch einen T. Ich komme da nicht ran. Okay, wir gehen jetzt erstmal nach hinten und probieren seinen merkwürdigen Code aus. Und das hat geklappt, das ist gut. So, es wird wieder gewimmelt. Feuerlöscher, Leiter, Leuchtstofflampe, Schneidbrenner, Spitzhacke und Videorekorder. Da ist die Spitzhacke. Schneidbrenner. Da war die Leiter.
Feuerlöscher. Videorekorder. Ja, jetzt kommt das, wo ich wieder nicht weiß, wie es aussieht. Also habe ich ihn schon. Okay, gut. Jetzt muss ich aber was tun können. Gehe ich mal in die Objektliste. Irgendwo muss ich bestimmt nach oben, sonst bräuchte ich keine Leiter. Weiß auch nicht, wo ich hier überhaupt was machen kann. Hier wird immer so ganz kurz so ein Fragezeichen angezeigt, deswegen... Hier, Spitzhacke, das Aufhauen. Okay. Daran könnte ich etwas ändern. Leuchtstofflampe. Brauche ich dafür Licht? Nee. Ich weiß irgendwie gerade nicht so richtig, was sie will. Hä? Da ist noch eine Dings gewesen. Ah, hier kann ich doch was machen. Vielleicht sollte ich etwas anderes versuchen. Was willst du da jetzt? Willst du das aufmachen oder? Ach so, den Videorekorder natürlich. Aber dann brauchen wir doch auch ein Video. Bin mal so frei und mach mal hier. Ich weiß aber nicht, was die hier wollen. Ach so, hier soll ich die Leiter hinstellen. Okay, dann komme ich da ran und bekomme ein Fernsehkabel. Das kann ich mit dem Videorekorder verbinden. Und dann suchen wir einen Knopf jetzt, weil der hier nicht mehr ist, oder was? Aber hier oben kann ich jetzt, glaube ich, nichts mehr machen. Wo ich das jetzt nicht gerade... Ich verstehe das immer hier nicht so. Tipp kann ich noch nicht nehmen. Hier ist doch immer noch was, was ich machen kann. Er sagt auch... sie sagt seltsam. Vielleicht ist in dem Videorekorder der Schlüssel halt für diese Dose. Aber dann weiß ich auch nicht, wo man hier gerade ein Video findet oder so. Was ist denn da noch? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch hier auch alles schon ausprobiert. Ich habe doch gar nichts mehr. Ach so. Die Leuchtstoffröhre, das... Ach so. Ja, okay. Ja, ich bin ein bisschen doof. Daran könnte ich etwas ändern. Okay. Geht klar. Jetzt darfst du das Feuer natürlich auch löschen. Damit du an den Videorekorder-Knopf rankommst. Und jetzt können wir den hier einsetzen. Aber... Aber es reicht noch nicht. Da ist die Kassette gewesen, okay. I'm coming to you live from Oxford, where house fire is currently roaring out of control. As you can hear,
fire department is on their way. While the cause of the fire is still unknown, neighbors think that the fire may have been deliberately set. One resident, who prefers to remain anonymous, reported a disturbance after hearing yelling and screaming coming from outside the house. Only moments later, the house was ablaze. We have no official statement yet from authorities, but it looks like it may be a case of arson. No word yet on injuries or casualties. We will bring you continued coverage as the story progresses, right here live and on location. So, jetzt haben wir die Videokassette für unsere Ermittlungen. Okay, oder auch nicht. Nee, willst du sie doch nicht haben? Hm? Naja, wir brauchen ja auch noch mehr Sachen, sehe ich gerade. Haarklammer brauchen wir auch noch. Armbrust, Nagels hier. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier eine Haarklammer finden soll. Das Riesending hier. Ich habe keine Ahnung. Haarklammer. Nö. Keine Ahnung. Wieso? Da war ich doch schon. Was wollt ihr? Ach, da war die Haarklammer dran. Ja, ist okay. Ist okay. Was kann ich mit der jetzt machen? Das aufmachen? Nein? Was wollt ihr dann? Irgendwas Kleines. Irgendwas, wo ich noch ran muss. Wo muss ich ran? Oder kann ich das damit öffnen? Das Schloss, brauche ich keinen Schlüssel? Ah, okay. Jetzt habe ich den Nagelzieher. Jetzt komme ich an die Kiste und bekomme eine Armbrust. Ja, das ist doch mal was Feines hier in der Zombie-Stadt. Gut. Das. Ich hätte zwar eher den Feuerlöscher jetzt gebraucht für da hinten, wo das Feuer ist, aber dann nicht. Ich überlege gerade, wofür ich eine Armbrust brauche, aber ich sehe das da hinten leuchten. Deswegen werden wir hier mal hingehen. Finde alle Teile der Stromrechnung. Ach ja. Eins nur noch. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt finde ich das eine Ding nicht. Wo bist du? Dahinter. Ach, habe ich nicht gesehen. Ja, ist halt so. Ach, ich soll puzzeln. Ja, das machen wir doch mal. Passt das zusammen? Nee, das passt von der Schrift schon auch nicht. Da gehört das hin. Das gehört dahin.
Ja, und? Was ist jetzt so? Gut. Es muss ja auch genau sein, sonst stimmt das nicht. So, jetzt gehen wir da zu dem Stromzähler hin. Und geben das ein. 01040550703. Klicke und halte die linke Maustaste, um jeden der Zähler richtig einzustellen. Klicke auf Zurück, um die Zähler zurückzusetzen. Wo kann ich jetzt hier was machen? Achso. Ja, das wird auf jeden Fall noch lustig. Super, ey. Wie soll ich das hinkriegen? Ich setze das mal zurück. Ich mache das nochmal von vorne. Okay, dann ändern sich die beiden. Kriegt man das hin mit denen? Nö. Das wird noch was hier. Ich weiß, es wird nicht gehen. Weil wenn ich den jetzt hier verschiebe, verschiebt der sich. Sorry, da bin ich gerade am Ende des Parts nochmal einmal schön rausgeflogen, weil der Part im Hintergrund doch schneller fertig gerendert war, als ich mit gerechnet habe. Und ja, ich würde sagen, das mache ich dann hier weiter im nächsten Part. Und jetzt macht er das hier automatisch. Das ist ein bisschen blöd gerade. So bleibt das stehen. Ganz wunderbar. Und wir sehen uns im nächsten Part von Infected. Bis dann.